Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Uns steht ein sozialpolitischer Herbst bevor. Heute mit der Einbringung unseres Vorschlages zur Regulierung der Zeitarbeit und der Werkverträge, später heute noch am Tag des Bundesteilhabegesetzes, das mehr Möglichkeiten und Chancen geben soll, für Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Nächste Woche dann wollen wir unsere Überlegungen als Regierungskoalition vorstellen, wie wir das Arbeiten im Alter und die Übergänge in die Rente hinein passgenauer und flexibler gestalten wollen. Und dann werden wir sicherlich spätestens im November eine Debatte haben darüber, wie denn die richtigen Wege in der Rente tatsächlich aussehen. Der DGB-Kongress am vergangenen Dienstag hat ja bereits einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Das sind alles wichtige und vielgeschichtige Themen, die die Menschen berühren. Und es gibt uns auch Gelegenheit, die Gemeinsamkeiten zu betonen im Rahmen dieser Koalition, Standpunkte deutlich zu machen und auch die Unterschiede aufzuzeigen zur Opposition, aber auch zwischen Union und SPD. Klare Standpunkte geben Orientierung, und danach suchen gerade die Menschen, gerade in Zeiten, in denen doch für viele Sorgen und Befürchtungen zum Teil, was die Zukunft angeht, im Vordergrund stehen. Und wir geben als Union klare Orientierung, nicht nur bei der Flüchtlingsfrage, sondern auch was die sozialpolitischen Themen angeht. Und zuletzt auch was den vorliegenden Gesetzentwurf betrifft. Der Koalitionsvertrag ist in diesem Bereich doch sehr eindeutig formuliert. Und umso erstaunlicher war es dann, dass das Bundesarbeitsministerium im November 2015 einen Diskussionsentwurf vorgelegt hat, der in den entscheidenden Teilen weit über den Koalitionsvertrag hinausgegangen ist, unnötige Überregulierung bedeutet hätte und die Aufgabenteilung und Spezialisierung konterkariert, die gerade für unsere Wirtschaft so wichtig ist. Man kann nicht auf der einen Seite die Digitalisierung des Arbeiten 4.0 ausrufen und auf der anderen Seite dann durch Überregulierung genau unsere arbeitsteilige Wirtschaft gefährden. Die Bundesarbeitsministerin musste nachbessern, substanziell insgesamt zweimal. Im Februar diesen Jahres legte sie einen ersten Referentenentwurf vor. Die CSU hat dem nicht zugestimmt. Und wieder musste Frau Nahles nachbessern. 3 Monate und ein Koalitionsausschuss später dann die Einigung. Und wenn ich mir diese Debatte beispielsweise auch in diesem Hohen Haus hier noch mal vor Augen führe, dann habe ich doch mal oft den Eindruck, hier wird eher der Klassenkampf ausgerufen oder alte Juso-Zeiten wiederentdeckt. Aber es geht nicht um Ideologie. Ideologie war noch nie ein guter Ratgeber, sondern es geht vor allem darum, wie wir mehr Schutz für Arbeitnehmer organisieren und gleichzeitig die Flexibilität für die Unternehmen bewahren. Dafür steht die CSU, und das ist auch der Leitgedanke unseres Handelns. Und klug ist dabei auch, dass wir den Tarifvertragsparteien hier in die Pflicht genommen haben. Darauf haben wir als Union Wert gelegt. Und das haben wir auch durchgesetzt, den Tarifvertragsparteien Spielraum zu geben bei der Entscheidung über Höchstüberlassungsdauer, Equal Pay, auch die Tarifvertragsparteien den Rahmen zu setzen, was beispielsweise für diejenigen Betriebe geht, die keinen Tarifvertrag haben. Das ist sicherlich richtig, und das zieht sich auch jetzt durch den Gesetzentwurf, so wie er eingebracht wird, durch. Und Frau Müller-Gemmicke, wenn Sie darauf hinweisen, die Grünen stehen für Equal Pay vom ersten Tag an, dann darf ich darauf hinweisen, dieser Gedanke steht bereits im Gesetz. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt vom ersten Tag an. Nur die Tarifvertragsparteien weichen davon ab. Das ist Ausdruck der Tarifautonomie. Und ich kann mir überhaupt nicht vorhalten lassen, dass es hier etwas zu kritisieren gibt, was ausschließlich der Gewerkschaftsbund mit unterzeichnet, der DGB, nämlich derjenige, der die Tarife letztlich mit abschließt. Das sollte man auch in diesem Hohen Haus hier zur Kenntnis nehmen. Die Zeitarbeit ist ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument, Flexibilität für die Unternehmen, gerade was Arbeitsspitzen angeht. Aber es nutzt auch gerade den Menschen, die es gemeinhin schwerer haben auf dem Arbeitsmarkt. Ich meine Geringqualifizierte, ich meine Arbeitslose, ich meine diejenigen, die als Jugendliche ohne Abschluss oder ohne Ausbildung dastehen. Zeitarbeit bietet dafür an sich die Möglichkeit, Fuß zu fassen auf dem Arbeitsmarkt.
Und deswegen wollen wir hier in diesem Bereich keine Überregulierung oder, wie es die Linken fordern, ein Verbot der Zeitarbeit. Ich bin da durchaus verwundert, dass gerade die Linken sich für ein Verbot der Zeitarbeit aussprechen. So verstehe ich jedenfalls den Wortbeitrag von Frau Wagenknecht zu Beginn der Debatte. Das trifft genau diejenigen Menschen, die es besonders schwer haben. Und dass gerade die Linke die Menschen, die es besonders schwer haben am Arbeitsmarkt, treffen will, das ist schon eine Ironie, die es hier gilt, deutlich zu machen. Und deswegen machen wir solches tatsächlich nicht. Die Zeitarbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist kein Massenphänomen. Das Anteil der Zeitarbeitsbranche ist auch über die Jahre hinweg nicht gestiegen. Ganz im Gegenteil. In Bayern beispielsweise, der wichtige Bereich der Metall- und Elektroindustrie, sind weniger Zeitarbeiter beschäftigt als noch 2012. Also das zeigt, die Anteile in der Zeitarbeit sind nahezu deutschlandweit unverändert. Die Verdrängung in andere Erwerbsformen findet nicht statt. Und 2/3 derjenigen, die in Zeitarbeitsverhältnissen stehen, haben vorher keine Beschäftigung ausgeübt. Letztlich mehr als doppelt so viele wie bei anderen Beschäftigten haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Zeitarbeit bietet Chancen für Arbeit, für Weg. Deswegen werden wir hier nichts tun, was die Zeitarbeit überreguliert. Und die Frau Bundesarbeitsministerin, weil sie dies erkannt hat, hat beispielsweise auch gesagt, wir wollen die Zeitarbeit stärker für Flüchtlinge öffnen. Genau der richtige Weg. Also dahingehend, dass Geringqualifizierte auch hier Möglichkeiten haben an Beschäftigung. Das, was jetzt vorliegt, ist ein austarierter Kompromiss, den die Tarifvertragsparteien maßgeblich mitgeprägt und auch ausverhandelt haben. Das gilt insbesondere auch, was die Branchenzuschlagstarife angeht. Und wir stehen auch zu den Werkverträgen. Werkverträge sind seit Jahrzehnten Bestandteil einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Die Vergabe von Aufgaben an Dritten auf der Basis von Werkverträgen gehört zum Kernbereich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit, unverzichtbar, gerade was Spezialisierung und Konzentration angeht. Und das hat vor allem viel mit Qualitäts- und Effizienzsteigerung von Müller-Gemmicke zu tun, viel mit Wettbewerbsfähigkeit und damit auch den Erhalt von Arbeitsplätzen. Und deswegen ist für uns auch wichtig, da wo Werkverträge draufsteht, sollen auch Werkverträge drin sein. Rechts- und sittenwidrige Gestaltungen von Werkverträgen lehnen wir ab. Der Kriterienkatalog, der am Anfang der Diskussion stand, ist vom Tisch. Er hat sich als praxisfremd erwiesen. Und deswegen ist es gut, dass die Tarifvertragsparteien, aber auch die Koalition einen Vorschlag aufgegriffen haben, der aus den Reihen der Bundesarbeitsrichter kommt und der jetzt auch Niederschlag im Gesetzesentwurf gefunden hat. Keinen praxisfremden Katalog, keine Beweislastumkehr, sondern das, was in der Praxis tatsächlich tauglich ist, genau das haben wir jetzt im Gesetzesentwurf verankert. Sicherlich gibt es noch vielfältigen Diskussionsbedarf. Das betrifft vor allem eine eindeutige und rechtssichere Definition von dem, was wir unter gleichem Lohn für gleiche Arbeit verstehen. Ich halte viel davon, das tarifliche Bruttostundenentgelt einschließlich der Zulagen ohne Zuschläge als Arbeitsentgelt zu definieren. Und dann natürlich auch den Bereich der Sanktionen zu sehen. Sanktionen ist ein wichtiges Instrument, gerade um Missbrauch zu bekämpfen. Aber auch hier sollte immer das rechte Maß gewahrt werden. Wir haben noch viel Diskussionsbedarf. Die Anhörung bietet hierfür eine erste Gelegenheit. Ich freue mich auf die gesetzlichen und parlamentarischen Beratungen. Herzliches Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen,